Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin Egon und begrüße euch recht herzlich zur 6. Ausgabe von Let's Play Civilization 5 mit den Byzantinern. Letztes Mal haben wir angefangen, die Sixtinische Kapelle in Konstantinopel zu bauen. In Adrianopel ist es bald soweit, dass die Universität eröffnet werden kann. Sie sind praktisch dabei, nur noch die Wände zu streichen und dann kann es auch schon mit dem Unterricht losgehen. Und ich habe mich wieder etwas schlau gemacht in meinem Büchlein Byzanz, ein Schnellkurs, und muss mich zum einen korrigieren bei dem einen oder anderen Aussage, die ich getan habe, die ich getätigt habe, und habe praktisch auch die komplette Geschichte Byzanz, ja gut, bis auf den Schluss, den hebe ich mir noch auf, nochmal durchgelesen und habe da noch einiges zu erzählen. Ich habe ja gemeint, ich würde heute eventuell etwas über Wirtschaft und Gesellschaft sagen, aber weit gefehlt, da gibt es noch einiges in diesen 1000 Jahren Byzanz, was wir noch nicht angesprochen haben. Ich muss mir hier gerade mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir sind sehr gut befreundet mit Lhasa, und dass wir noch mit niemandem verbündet sind, geben wir denen ein bisschen Geld, sind damit verbündet und bekommen 8 Glauben pro Runde. Das ist nicht verkehrt. Ja, das sind viele Prozente von uns. 8, 16, 32, also fast 25% Glauben, die wir da pro Runde mehr bekommen. Und es wird Zeit, was ich sträflich vernachlässigt habe, uns hier um diese 3 Stadtstaaten auch zu kümmern, die zwar alle schon von Egonzonismus überzeugt sind, aber noch nicht von unserem Kaiserreich. Hier oben haben wir es immer noch mit Russland und Babylon zu tun, die in einer Hassliebe sich immer wieder den Krieg erklären und dann 2, 3 Runden später doch wieder Frieden zu schließen und sich um die Arme zu fallen, in die Arme zu fallen und sagen, ach, wir sind doch so gute Freunde, lass uns doch hier irgendwie nie wieder Krieg führen. Was ich auch noch gerne hätte, wäre, dass wir endlich mal auf andere Kontinente kommen. Das können wir aber nur, wenn wir denn dann mal den Kompass, die Astronomie entdecken, um Ozean überqueren zu können. Ich bin am Überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar mache. Die Druckerpresse mit dem schiefen Turm von Pisa ist nicht verkehrt und so weiter und so fort. Notre Dame, Zufriedenheit und Glauben ist auch sehr wichtig. Ich würde sagen, wir machen... Nee, Maschinen haben wir gerade, ne? Dann können wir mit der Eisenhütte eventuell, ja, wenn wir überall Werkstätten hätten, können wir Werkstätten überhaupt schon bauen? Nee, die können wir, Werkstatt ist doch Maschinenbau oder so, ne? Bauwesen? Werkstatt? Wo ist sie? Wer weiß es? Ich weiß es natürlich, ich sag's aber nicht. Ganz einfach, weil... Das ist Allgemeinwissen, das weiß man, dass die Werkstatt natürlich genau dort ist, wo die, sag mal, steht gerade total auf dem Schlauch. Ich höre euch schon den Bildschirm anschreien, oh, da natürlich. Aber ich finde es nicht, die Werkstatt, ach so, auch Metallguss, sag ich doch. Okay, ja, dann bringt die Eisenhütte nicht wirklich was, aber wir können schon mal Armbrustschützen bauen, das ist doch nicht verkehrt. Okay, wir machen Maschinen. Um dann, mit Metallgusswerkstatt. Nee, das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir Notre Dame fertigstellen. Wir machen Maschinen, dann Metallgussphysik, um Notre Dame fertigstellen zu können, also zuerst, um dann hier endlich mal auf die Astronomie zu gehen, Ozean überqueren zu können, neue Zivilisationen zu treffen, Observatorien zu bauen. Stadt muss an einem Berg liegen. Ich weiß nicht, ich glaube direkt an einem Berg. Wir haben hier zwar einen, aber der ist leider zu weit weg von den beiden Städten, die wir haben. Nun denn, eine unbekannte Zivilisation hat ihre Hauptstadt verloren. Das passiert schon mal, das kann uns nur recht sein. Und wir sind mit Lhasa verbündet, sehr gut. Wir haben 200 Gold. Dich können wir zum Armbrustschützen später machen. Wir haben einen Kataphrakten, einen Schwertkämpfer. Sieht nicht nach viel aus. Und du machst mal, anstatt hier rumzustehen, gehst du lieber an die Grenzen und hältst dort Ausschau nach Bösewichten. Nächste Runde. In der ich euch Folgendes sage. Ich habe ja gemeint, dass... Der Kaiser Konstantin, so der erste. Wo gehen wir hier hin? Warum gehen wir nicht direkt hier hoch? Komm, wir haben ja keine offenen Grenzen mit Russland, kann das sein? Здравствуй.
Ihr benötigt eine Botschaft. Ah ja, wie wär's denn da mit Botschaften offene Grenzen? Was verlangt ihr dafür? 75 Gold, das ist es uns wert, dass wir da unsere Religion bei euch verbreiten können. Senkt die Kulturkosten für zukünftige Politiken um 10% oder aber steigert die Goldproduktion von Tempeln um 10%. Da nehmen wir natürlich die religiöse Toleranz, um weitere Religionen günstig, weitere Sozialpolitiken günstig hier einführen zu können. Es dauert immer noch 19 Runden, das ist eigentlich zu viel. Wir brauchen auf jeden Fall die Sixtinische Kapelle. Ich kann mir auch gut vorstellen, statt im Sägewerk zu errichten, hier den Wald abzuholzen. In der Hoffnung, dass der Wald dann Konstantinopel zugute kommt und nicht Adrianopel. Und dasselbe gilt für dich. Das tut mir zwar für die Wälder hier leid, aber wir brauchen die Sixtinische Kapelle unbedingt. Wir können eine Technologie stehlen. Der Kompass! Ja, wunderbar! 341. Die Ritterlichkeit kostet zwar mehr, aber mir ist der Kompass wichtiger. Wobei Alhambra, ich glaube Alhambra wurde eh schon gebaut. Verteidigungsbündnisse brauchen wir auch nicht. Galliassenhafen. Wir nehmen den Kompass. Damit sind wir einen Schritt näher an unserem Ziel, die Ozeane zu überqueren. Darf ich ja nehmen? Da habe ich kein Interesse dran. Wir haben bereits offene Grenzen, ja, aber eher nicht. Hast du vielleicht Interesse an Marmor? Nee, okay. Ja, das kann uns egal sein, ob wir jetzt hier offene Grenzen haben oder nicht. Ja, Babylon die vielleicht Interesse irgendwann wieder von uns überzeugen. Das beste Instrument, den Geist des Menschen zu erleuchten und ihn als rationales, moralisches und soziales Wesen zu verbessern. Thomas Jefferson. Thomas, da hast du da kein Gutenberg-Zitat genommen haben. Oh, eine Tromone! Da schau her! Und, was ist ja? Letztes Mal. Ich gehe mal davon aus, dass das... Wieso haben wir eine Tromone? Haben wir die gebaut oder ist das ein Geschenk? Ach, jetzt sitzt die hier fest, weil wir keine offenen Grenzen mehr haben. Das ist ärgerlich. Zur Tromone. Erzähl ich euch gleich was. Ich habe gesagt, keine Ahnung, was das ist hier, irgendwie mit dem Drachen, der speit. Und tatsächlich handelt es sich bei den Tromonen um das sogenannte griechische Feuer. Das ist tatsächlich eine Spezialeinheit der Byzantiner, auch in der Realität. Und zwar aus einer Mischung aus Petroleum, Salpeter, Schwefel und Harz haben die Byzantiner hier vorne an ihre Schiffe mehr oder weniger einen Flammenwerfer gebaut. Und mit diesem Flammenwerfer haben sie dann zu Wasser praktisch andere Schiffe in Brand gesteckt und die sind dann untergegangen, brennend, ganz schlimm alles, aber so hat sich Byzanz praktisch erwehrt und zwar einer Belagerung der Araber, das war aber erst später, das war so um 674 bis 678. Da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei meiner Geschichte im Jahre 476, also 200 Jahre später. Aber tatsächlich, jetzt habt ihr auch so eine Ahnung, wann das ungefähr war. Und diese Tromone, mir hat der Name noch nichts gesagt, weil das im Buch nicht steht, aber das ist mehr oder weniger die Einheit des griechischen Feuers. Jetzt ist die Frage, was wollen wir damit machen? Haben wir ein Interesse daran, diese Einheit zu behalten? Ja, warum eigentlich nicht? Irgendwann wird auch der offene Grenzenverlag mit uns hier auslaufen. Und dann können wir mehr oder weniger mit den Babyloniern einen ebenbürtigen Vertrag schließen. Was ist hier mit Nebukadnezar ganz viel... Verzeihung, beendet? Offene Grenzen auch. Ja, gut. Wir brauchen so schnell wie möglich das Opernhaus, aber um das so schnell wie möglich bauen zu können, wäre es natürlich nicht verkehrt, zuerst noch andere wichtige Dinge zu bauen, aber ich meine 22 Runden, wie soll man denn da jemals wachsen können? Wieso dauert das eigentlich so lange? Ich muss mir Adrianopel mal genau anschauen. Aha, wir haben zwei Wissenschaftler. Und kein Produktionsfokus. Gehen wir auf den Produktionsfokus. Und wie lange dauert es jetzt? Nur noch immer noch 18 Runden, okay. Aber es scheint ja tatsächlich, ja, alles bewirtschaftet zu werden, was es zu bewirtschaften gibt. Da nun mal Konstantinopel hier das wichtige Zeug alles schon belegt. Aber jetzt pass mal auf, Konstantinopel. Wie sieht das bei dir aus, wenn wir...
bist auch auf dem Produktionsfokus. Das hier ist natürlich, diese Gebirgskette ist natürlich der Hammer. Aber guck mal, du könntest doch hier zum Beispiel diese 3 aufgeben und stattdessen diese 2 nehmen. Und dann gibst du noch, sagen wir mal, 1, 2, 3. Ihn hast du eh nicht, okay. Aber das bedeutet für Adrianopel. So, wenn ich hier auf Produktionsfokus gehe, warum nimmt er dann das, die denn hier nicht? Guck mal, da kannst du auch das Zeug hier alles wegmachen und stattdessen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier ein Sägewerk gebaut wird. Das ist sehr gut. Und hier oben auch. Warte, mach mal das weg und das rein. Ja. Und jetzt sind es nur noch 14 Runden. So sieht das doch nach was aus. Zwar schade um den großen Künstler, der jetzt etwas länger dauert. Aber haben wir denn noch Leute, die nichts tun? Ich schaue gerade. Okay, es handelt sich um dieses Feld. Auf dieses Feld können wir eigentlich verzichten. Es herrscht dann aber Stagnation und das Opernhaus dauert aber genauso lange. Wollen wir Stagnation? Nein, das eigentlich nicht. Wir könnten natürlich... Nein, lass mal so. Das ist ganz ausgeglichen, wie ich finde. Konstantinopel wächst eh nächste Runde. Dann setzen wir dich hier eins weiter nach vorne. Können wir dich zum Armbrustschützen upgraden? Das weiß ich nicht. Nächste Runde. 400... Wo sind wir? Ah ja, St. Petersburg erobern religiös. Sehr gut. 476 schreiben wir. Kaiser Konstantin ist schon längst tot. Ein paar hundert Jahre. 200 circa, oder? Nee, 100 gerade mal. Genau. Und 476 wird so, dass ungefähr... Jetzt können wir doch da rein. Nee. Ist ungefähr... Der Zeitpunkt, wo man sagt, dass das Ende des Weströmischen Reiches ist. Ihr könnt euch noch an die Karte erinnern. Wir sind hier im Oströmischen Reich in Konstantinopel, in Rom selbst, in Italien. Da geht gerade alles drunter und drüber, denn die Goten brechen in das Reich ein vom Norden. Ich muss hier doch nochmal fragen, was... Ah, nee, kein 5 Eisen. Darf ich gebe dir 50 Gold. Ja, nee. Wir sparen das Geld. Auf Wiedersehen. Und lassen ihn hier einfach mal bereitschaftlich hier rumstehen. Ne? Das müsste jetzt dazu führen, dass wir die vorherrschende Religion sind. Nein, weil wir keinen Inquisitor haben. Okay. Einheit modernisieren, das ist sehr gut. Dann sieht nämlich Babylon hier... Oh, die haben topmoderne Einheiten. Da greift man lieber nicht an. Was ihr hier macht, ist eigentlich egal. Was hier oben abgeht, ist nicht egal. 476. Die Goten fallen im Norden ein des Weströmischen Reiches und die Vandalen im Süden. Die Vandalen haben sich in Nordafrika niedergelassen. Und ziehen plündernd durch die Gegend. Der Begriff des Vandalismus kommt tatsächlich vom Volk der Vandalen, die völlig erbarmungslos alles niederbrannten und plünderten, was ihnen unter die Finger kam. Und so zerfiel das Reich in Ravenna. Ist noch so ein kleiner Outpost des Byzantinischen Reiches später unter Justinian. Justinian, das ist die Zeit, die wir spielen. Also die Theodora war ja die Kaiserin, also die Ehefrau Justinians des Ersten. Bereitschaft, sehr gut. Sagen wir, ist Bereitschaft eigentlich wie Fortify schon, oder? Ich gehe davon aus. Ich hätte hier gerne ein Sägewerk. Ach nee, jetzt haben wir... Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Wald gerodet. Sehr gut, dann bau einen Bauernhof. Nö, ein Handelsposten. Bisschen Gold ist nicht verkehrt. Und das müsste eigentlich für die Sixtinische Kapelle gegolten haben. Sieht fast so aus. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Justinian im Jahre, im mittleren 6. Jahrhundert. Schon? Ja? Ah, stimmt. Ja, ich bin gerade von meinen eigenen Niederschriften überrascht. Justinian gelang es nämlich, als letzter Kaiser die beiden römischen Reiche mehr oder weniger wieder zu vereinigen, indem er hier eben dann ganz Kleinasien, Konstantinopel, Nordafrika, Teile Italiens, also dann eben das Weströmische Reich, nochmal unter seine Herrschaft brachte und einen kleinen Fitzelchen Südspaniens. Wer sich das nicht vorstellen kann, schaut nochmal in der ersten Folge die Karte an. Das war mehr oder weniger
das Byzantinische Reich zu seiner Glanzzeit, zu Zeiten seiner größten Ausdehnung. Und das haben sie eben Justinian zu verdanken. Und das alles nicht nur Justinian, sondern vor allem General Belisar. Belisar, ich gehe mal davon aus, dass wenn wir hier einen großen General bekommen, dass das auf jeden Fall General Belisar werden muss, wenn das Spiel denn die Namen nicht völlig random vergibt, also nicht zufällig, sondern eben immer bezogen auf die jeweilige Zivilisation, dann würden wir General Belisar bekommen, denn er hat praktisch alle Schlachten gewonnen, eben im Nordafrika gegen die Vandalen. Dann ist er nach Sizilien rübergefahren, hat Sizilien erobert, ist rüber auf den aufs italienische Festland und hat dort Italien von der gotischen Herrschaft befreit. Justinian war das dann nicht so geheuer. Er hat dann Belisar zurückbeordert, weil er sich gedacht hat, wenn der Junge noch mehr gewinnt, dann sagen die Leute, wir wollen ihn als Kaiser, nicht mehr mich. Soweit, so gut. Was, ein Hinweis in eigener Sache noch, ihr werdet vielleicht sehen, das Spiel sieht wieder schöner aus, hoffe ich. Das liegt daran, dass meine Grafikkarte abermals ausgetauscht wurde und jetzt ganz vernünftig läuft im Moment. Wenn Stücke von Bronze oder Gold brechen, fügt der Schmied sie im Feuer wieder zusammen und das Band ist geknüpft. Guru Granth Sahib. Wieder ein Inder, werden immer Inder hier zitiert, ist mir schon aufgefallen, finde ich gut. Kamehameha, Silber und wahrscheinlich Salz. Yep. Oh, Zitronen hat er auch. Zitronen hat er auch. Willst du da ein bisschen Eisen für? Ich gebe dir zwei vorschlagen. Gar nicht. Und... okay, geht nicht. Ist okay. Genau, das Spiel sieht wieder besser aus. Grafikkarte ist wieder da. Und das bedeutet auch, ihr könnt euch auf jeden Fall morgen auch auf ein anderes Let's Play freuen, das ich weiterführen werde. Auf das ich schon lange gewartet habe, bis die Grafikkarte wieder da ist. Und es wird ähnlich, diesem hier ähnlich werden. Okay, ja, wir sind jetzt praktisch in der Geschichtserzählung am Höhepunkt des Byzantinischen Reiches angekommen. Das war, wie gesagt, Mitte des 6. Jahrhunderts unter Justinian und eben Theodora, wo sie dann mehr oder weniger halb Europa und Kleinasien eroberten. Ja, halb Europa ist viel zu viel gesagt. Aber eben das Maximum an Ausdehnung erreicht haben. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann vom Anfang, vom Ende. Und vor allem, gegen wen sie verloren haben, die Byzantiner, gegen wen sie sich da erwehren mussten, die Geschichtsfreaks unter Geschichtsfreaks. Nicht Freaks, Freaks ist irgendwie negativ besetzt. Die Geschichtsinteressierten. Oh mein Gott, Geschichte ist so ein schwieriges Wort für mich. Und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt. Galileo Galilei. Die berühmte Hauptfigur des Brecht-Romans. Niemand weiß, ob es Galileo Galilei jemals wirklich gegeben hat. Quatsch. Natürlich hat es ihn gegeben und war einer von den Guten. Nach dieser Handlung werden 11 Bürger der Religion Engelsonismus angehören. In dieser Stadt wird es keine Minderheitsreligion geben. 11, das bedeutet, wenn ich ihn jetzt... wow, da wird nur ein Bürger zu mir übertreten. Wieso das denn? Haben wir keine offenen Grenzen? Wir haben keine offenen Grenzen mehr. Er wurde zermürbt auf dem Weg dorthin. Da schau her. Okay. Ach ja, das Forschungsabkommen mit Kamehameha wurde erfüllt. Deswegen haben wir diesen Sprung gemacht bei der Technologie. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell ging. Aber es sind nur noch 6 Runden. Einer wurde getötet. Durch Zermürbung vernichtet. Da schau her. Aber nun denn, wir haben ja bald wieder einen neuen, denke ich mal. Ah ne, wir sparen für einen großen Propheten. Sehr gut. Und wir können auch sonst nichts machen. Inquisitor, Prophet, Missionar. Das ist okay. Eremitage brauchen wir auf jeden Fall. Wann bekommen wir denn die Eremitage? Das schauen wir gleich mal nach. Technologie öffnen. Die Eremitage müssten hier bei Architektur sein. Dann werden wir nach der Astronomie mal dorthin gehen. Nice! Ich lebe und liebe in Gottes einzigartigem Ich lebe und liebe in Gottes einzigartigem Licht. Michelangelo Buonarroti.
Nee, Buonarroti. Hieß Michelangelo wirklich so mit Nachnamen? Ich lerne, also wirklich, ich spiele das Spiel ja schon seit 10 Jahren und lerne nie aus. Also es ist wirklich unglaublich. Wir sehen die Sixtinische Kapelle, in der die Dingskonklave zusammentritt, die Kardinalskonklave, um einen neuen Papst zu wählen. Wie Wahlen in der katholischen Kirche, das hat schon was für sich. Ich trinke mal gerade noch meinen Kaffee leer. Und muss, glaube ich, auch schon wieder Pause machen. Wir bekommen plus 25% Kultur in allen Städten. Wir haben nur 2 Städte, das ist jetzt nicht ganz so ausschlaggebend, aber die Kultur, die wir haben, 59. Wir haben einen großen Propheten, wunderbar. Der kann entweder die Religion verbreiten, aber sowas von. Oder aber eine heilige Stätte errichten. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen großen Propheten aufheben, um ihn später über die Ozeane übersetzen zu lassen, um dort das Wort Egonsons zu verbreiten. Das dürfen wir aber nicht vergessen. Wobei eine heilige Stätte, na, wir brauchen gar nicht mehr so viel Glauben pro Runde. Aber ist eine heilige Stätte, würde, wie viel Dings bringt die? Geh mal hier über Dings. Die bringt schon Kultur. Nee, nur Glauben. Okay, nö, dann geh nach Adrianopel und nimm dort das erste Schiff zu neuen Ufern. Notre Dame, wir brauchen Notre Dame unbedingt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. In der Hoffnung, dass wir es auch bekommen. Ach, ihr seid noch gar nicht hier fertig mit Wald abholzen. Ihr habt ein Sägewerk gebaut, statt im Wald abzuholzen oder was? Wir holzen im Wald ab. Haben wir schon Geländefeldmodernisierung? Ein Sägewerk. Ihr habt tatsächlich ein Sägewerk gebaut. Okay. Dann baut hier eine Mine. Und ihr baut hier einen Bauernhof. Bringt das was, der Bauernhof? Ja. Besser als kein Bauernhof. Nun denn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und freue mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn wir mit Theodora das Wort Egonsons verbreiten und dann hoffentlich auch über die Ozeane schippern können, neue Kontinente und neue Zivilisationen entdecken. Kamehameha kennen wir ja schon. Es gibt eigentlich schon noch einen unbekannten Spieler auf dem anderen Kontinent, aber besser, dass wir ihn entdecken, als er uns. Dann können wir unsere überschüssige Salzvorräte noch verkaufen und dann erzähle ich euch, wie es dazu kam, dass es das Byzantinische Kaiserreich nicht mehr gab. Eine lange, schlimme Geschichte, aber bis dahin, euer Egonson. Ciao.